Hallo und moin, willkommen bei Mobitest. Hier ist Markus. Wir machen heute etwas ziemlich Verrücktes und zwar ein Speedtest-Video zwischen dem Sony Xperia 1 Mark II und dem Sony Xperia 5 Mark II. Warum das verrückt ist? Naja, es sind zwei baugleiche Geräte, zumindest was die Hardware-Ausstattung betrifft. Beide haben den Snapdragon 865G verbaut und verfügen über 8 GB Arbeitsspeicher. Der einzig wirklich sichtbare Unterschied ist die Displaygröße. Während das Xperia 1 Mark II mit einem 6,5 Zoll 4K-Display um die Ecke kommt, muss das Sony Xperia 5 Mark II mit einem 6,1 Zoll Full-HD-Display vorlieb nehmen. Jetzt stellt sich die Frage, hat die Displaygröße und die Displaybauart etwas mit der Arbeitsgeschwindigkeit zu tun? Und das werden wir in unserem Speedtest herausfinden. Wie üblich werden wir zeitgleich auf beiden Geräten dieselben Apps öffnen. Wir werden sehen, welche App sich schneller öffnet und ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Zum Schluss werden wir noch ein größeres Spiel laden und den Geekbench Benchmark laufen lassen. Also, fangen wir an. Wir machen als erstes den Arbeitsspeicher der Geräte leer und werden dann beginnen, nach und nach die einzelnen Apps zu starten. Ich erwarte hier übrigens keine großen Überraschungen, also los. Elf Freunde. Ja, da war das 5er ein bisschen schneller. Spiegel Online, auch hier war das 5er etwas schneller. Ah, ja, hier habe ich ein bisschen falsch gedrückt. Wir holen die App nochmal aus dem Arbeitsspeicher, damit wir gleich starten. Und dann los mit Twitter. Gleichstand vielleicht auch das 5er, ich bin mir aber nicht sicher, ich würde Gleichstand sagen. Jetzt kommen die beiden Pro-Apps von Sony für die Kamera, die Foto- und die Video-App. Ich halte die Kamera des Xperia 1 und des Xperia 5 ja für die besten, die wir auf dem Markt haben, aber die Apps öffnen gleich schnell. Ihr findet einen Kameratest zum Xperia 1 Mark II übrigens auch hier auf dem Kanal YouTube. Hier war das Xperia 1 schneller. YouTube Music. Ja, gleich auf, oder? Amazon Music. Definitiv das 5. Das Xperia 5 Mark II war hier auf jeden Fall das schnellere Gerät. Und weiter geht's. Transfermarkt. Gleich auf, vielleicht das 5 war ein Hauch schneller, aber ernsthaft, wer will das entscheiden? ARD. Das will ich entscheiden, das 5er definitiv, also das 5er liegt deutlich vor. Deutsche Bahn Navigator, Instagram, ja, schwer zu sagen, vielleicht auch das 5er. Das ist die Hohem-App für mein Gimbal. Das Spiel in der Mitte habe ich gerade eben ausgelassen, da starten wir ganz zum Schluss, weil wir da müssen wir das Smartphone so ein bisschen drehen. AccuWeather, schon wieder das 5er. Und diesmal wirklich sehr, sehr deutlich. Erstaunlich. GuitarTune, auch das 5er. Sollte das kleinere Display mit der geringeren Auflösung wirklich dafür sorgen, dass das Gerät in bestimmten oder bei bestimmten Anwendungen schneller reagiert? Wir befinden uns hier im Millisekundenbereich, also am Ende des Tages ist das wirklich. Colibri, Idle Miner, ich mag das Spiel sehr und das 5er auch, wie man sieht. Deutlich. Also das war jetzt wirklich deutlich. Und los geht's. Das ist die App für meine GoPro von Sony. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Schon wieder das 5er, massiv schneller. Interessant, also wirklich, wirklich interessant. ZDF Mediathek, das 5er, ein Hauch, aber langsam. Das 5er deutlich, das ist die Podcast-App. Google Fit, na, gleich auf. Und jetzt drehen wir das Ganze mal. So. Und machen jetzt einmal eine etwas aufwendigere Anwendung. Es
erstaunlich generell, wie schnell die beiden Geräte sind. Also ja, da war jetzt das Einser ein Hauch vorne, würde ich sagen. Also, oder auch nicht, wer will es entscheiden, aber wirklich erstaunlich, was der 865, was der 865er Snapdragon aus diesen Geräten heutzutage rausholt. Dann lassen wir jetzt zum Abschluss mal Geekbench laufen. Dabei werde ich euch alleine lassen. Ich werde mich zum Ende des Videos nochmal zurückmelden und dann noch mein kleines Fazit ziehen. Also, viel Spaß. Ich hatte kurz überlegt, das Ganze jetzt in Zeitraffer zu machen, aber hey, eigentlich nicht. So, da bin ich auch schon wieder zurück und wie wir sehen, auch hier ist das Sony Xperia 5 Mark II das schnellere Gerät. Ich weiß wirklich nicht, was ich davon halten soll. Ich werde das mal mit Peter in unserem Podcast besprechen. Den hört ihr jeden Sonntag auf allen Streaming-Plattformen. Mobitest, der Podcast. Mobi-Test. Weil das finde ich erstaunlich. Also, das kleinere Display und die geringere Auflösung scheint dafür zu sorgen, dass das Sony Xperia 5 Mark II das schnellere Gerät ist. Wir bewegen uns hier aber im Millisekundenbereich. Es wird kein Mensch in der Praxis wirklich merken. Was wir aber merken ist, wenn ihr dieses Video liked, unserem Kanal folgt, unserem Blog lest, unserem Podcast hört. Also, bis die Tage und auf Wiederhören.